ist Donnerstag, der 19. September 2024. Noch ein schöner Spätsommertag und auch gleichzeitig unser erster Urlaubstag. Wir sind gerade auf dem Weg Richtung Süden zum höchsten Berg Deutschlands nach Garmisch-Partenkirchen. Dort haben wir eine Ferienwohnung gemietet für eine Woche und haben vor, einige Sehenswürdigkeiten dort zu besichtigen, wie zum Beispiel die Zugspitze, Garmisch-Partenkirchen, verschiedene Klamms oder Schluchten mit spektakulären Wasserfällen. Dann gibt es dort ein paar schöne Seen und sogar in Österreich, wie heißt es in Österreich? Ehrtal. Wollen wir auch uns einmal anschauen. Wir haben die Drohne dabei und hoffen auf schöne Luftaufnahmen. Urlaubstag 2. Wir befinden uns hier in Garmisch-Partenkirchen am Fuße der Zugspitze, die man hier im Hintergrund sieht. Sie ist mit knapp 3000 Metern der höchste Berg Deutschlands. Nebendran mit der scharf umrissenen Spitze ist die Alpspitze mit knapp 2800 Metern. Im Hintergrund sieht man das Olympia-Eissportstadion von Garmisch-Partenkirchen. Und nebendran ist das Eingangsportal zur Zahnradbahn. Mit der werden wir jetzt eine Fahrt machen, nämlich zum Eibsee. Und vom Eibsee aus geht es mit der Gondel hoch auf die Zugspitze. Wir sind hier auf einem Level von 850 Meter über dem Meeresspiegel und überbrücken jetzt ca. 2100 Höhenmeter.
Wir befinden uns hier jetzt ziemlich genau auf 2000 Meter Höhe. Hier im Hintergrund sieht man die sogenannte Alpspitz mit 2650 Meter, noch etwa 650 Meter höher als dieses Niveau hier.
Heute sind wir am letzten Tag unserer Reise angekommen und wir befinden uns hier in Farchant oder Farchant bei Garmisch-Partenkirchen bei den Kuhfluchtswasserfällen. Hier im Hintergrund sieht man das Flüsslein, den wilden Bergfluss, der aus 200 Meter Höhe hier herunterstürzt mit vielen einzelnen Wasserfällen. Es gibt insgesamt 3 Wasserfälle, die zusammen 290 Meter Höhe ergeben und somit sind das die höchsten Wasserfälle Deutschlands. Im Hintergrund sind die Kühe zu sehen, die laufen hier frei auf der Wiese, auf der Alm herum und stören sich nicht an den Menschen. Die Wassermenge, die hier pro Sekunde herunterkommt, ist abhängig von der Jahreszeit und von den Wetterverhältnissen. Zurzeit kommen über 1500 Liter pro Sekunde hier herunter. Und jetzt gehen wir mal hoch zu den Wasserfällen.